Seit ein paar Wochen herrscht Maskenpflicht hier in Deutschland. Und manch einer von euch war bestimmt schon mal in dieser Situation, dass sie keine Maske dabei hatten und somit nicht einkaufen konnten. Ich habe gesehen, manche haben ihre Jacke dazu benutzt oder auch ihre Hand. Tatsächlich habe ich das gesehen. Aber jetzt im Netto-Markt hier in Berlin startet das erste Proto-Produkt von einem Maskomat. Und was es damit auf sich hat, das sehen wir jetzt. Der erste Berliner Maskomat steht vor der Filiale in der Mark-Twain-Straße. Mit dieser Innovation ermöglicht Netto gemeinsam mit dem Berliner Automatenhersteller Flavura den unkomplizierten Kauf von einzelnen Einweg-Mund-Nasen-Masken. Einfach 1 Euro einwerfen, die hygienisch verpackte Maske aus dem Automaten ziehen und gut geschützt einkaufen gehen. Hi, du bist hier, um Maskomat zu präsentieren. Wie gut ist das? Ich finde es schon mal sehr, sehr spannend. Vielleicht den falschen Boxer ausgesucht, also wegen Mass sozusagen. Aber ich finde es witzig und ich brauchte das schon öfter mal. Also weil du bist dann irgendwo zum Einkaufen und denkst, oh Mist, die gucken dich alle doch ein bisschen komisch an. Du hast eben da einfach deine Maske vergessen, weil es ja passieren kann. Bei mir kann es noch mehr passieren, weil ich viel vom Kopf gekriegt habe. Aber ansonsten ist so ein Maskomat echt eine tolle Sache. Mhm. Weil wenn du wirklich mal eine brauchst und für 1 Euro, glaube ich, das ist ein fairer Preis. Jetzt haben wir ja vor 11 Wochen oder 12 Wochen den Lockdown gehabt. Wie hast du den denn verbracht? Also für mich war es ganz, ganz schrecklich, weil ich viel unterwegs bin immer und habe immer die Gespräche lieber sozusagen am Tisch als am Telefon. Und das war natürlich einschneidend, dann so lange Zeit zu Hause zu sein. Und deswegen freue ich mich jetzt wieder, dass es so endlich wieder sich ein bisschen öffnet, die Gaststätten wieder ein bisschen öffnen, du kannst dich wieder mit Freunden mal treffen. Also alles Sinnlose muss man nicht machen, aber ein bisschen eben halt ist das natürlich toll. Und hast du dich auch sportlich betätigt zu Hause während des Lockdowns? Also ich muss sagen, ich habe theoretisch für meine Tochter dann so ein kleines Fitnessstudio aufgebaut. Und habe es natürlich selbst benutzt. Das war der einzige Vorteil, dass ich sozusagen fast zweimal am Tag, manchmal zweimal am Tag Sport gemacht habe. Durch die Langeweile, die man einfach hatte. Der Automatenhersteller hat bis jetzt nur positive Erfahrungen gemacht. Denn es kommt immer wieder vor, dass man seine Maske vergisst. Also mit Beginn der Corona-Krise hatten wir uns dann auch mit dem Thema Masken beschäftigt. Und dadurch, dass wir im Automatenbusiness unterwegs sind, kam dann auch die Idee relativ schnell auf, eine Einzelausgabe der Masken über einen Automaten abzuwickeln. Gab es denn auch für Sie Situationen, wo Sie keine Maske gehabt haben und hätten sich ein Maskomat herbei erwünscht? Ja, also das passiert mir eigentlich ständig. Ob ich zur Tankstelle fahre oder dann doch noch mal schnell abends Kasten Bier kaufen soll oder so. Dann erwische ich mich selber dabei, dass ich dann einfach auf, Mensch, jetzt hast du die Maske vergessen. Ne? Und das ist halt dann die ideale Notversorgung, wenn man dann nochmal schnell irgendwo rein muss und die Maske nicht dabei hat. Bundesweit gelten in allen 4270 Netto-Filialen umfassende Distanz- und Hygieneregeln, um ausreichenden Schutz für die Kundschaft zu gewährleisten. Wir sind unheimlich froh, hier den ersten Hauptstadt-Maskomat für unsere Kunden anbieten zu können. Uns ist wichtig, dass wir da helfen, die Maskenpflicht umzusetzen. Und wir verkaufen die natürlich auch in den Filialen. Aber wenn ein Kunde die vergessen hat, hilft das natürlich nicht. Und deswegen ist das ein toller Service, den wir hier anbieten können mit dem Maskomat, eben für die Kunden, die die Maske zu Hause vergessen haben. Werden Sie auch persönlich schon die Situation, dass Sie irgendwo gegangen sind und keine Maske hatten? Also meistens habe ich meine Handtasche dabei. Da hat die Frau ja einen Vorteil gegenüber den Männern. Meistens ist auch ein kleines Minitech mit Masken dabei, aber als ich letztens meine Tochter vom Kindergarten abgeholt hatte und danach was kaufen wollte, hatte ich die nicht dabei und dann konnte ich das nicht einkaufen. Maskenpflicht beim Einkaufen, ja, aber beim Boxen eher nicht. Also zum Glück ist morgen Boxen hier aus Berlin wieder, bild.de überträgt. Wir haben natürlich im Boxen nicht die Möglichkeit, das geht alles gar nicht mit einer Maske da. Also man kann zwar reinlaufen mit einer Maske, das machen manche Boxer sowieso wegen dem Show-Effekt. Aber zum Glück braucht man die Beinboxen nicht, weil wenn dann Blut spritzt, wenn man das so ist, schon die Atmung schon behindert mit einer Maske. Und wenn man dann noch beim Boxen, beim Hochleistungssport eine Maske tragen würde, wäre es noch ungünstiger. Und außerdem macht es dann nicht so einen Spaß, dann auf die Nase zu hauen. Also man sollte schon sehen, dass da ein bisschen was passiert. Das ist schon schöner. Genau, und die Fußballer spielen ja auch ohne Maske. Also deswegen, das ist schon, also beim Sport selbst, vielleicht vorher, nachher, wie auch immer man das machen kann. Aber ansonsten ist es schon beim Boxen sehr ungünstig.
Am Anfang bist du in einer gewissen Panik verfallen. Hattest du Angst von dem ganzen Geschehen? Also das war schon ein komisches Gefühl, weil man ja nicht wusste, wo entwickelt sich das hin, wie viele Tote kommen, wie viel ist da wirklich die Ernsthaftigkeit dahinter. Ich hatte aber bei mir, ist das scheiße, ja, ich bin schon alt genug, aber ich hatte so ein bisschen Angst um meine Kinder. Das geht, glaube ich, jeden Vater so oder jeder Mutter so, dass man da eher dran denkt. Und wir haben uns eigentlich so gut es ging dran gehalten, dass man eben halt wenig Besuch hat, wirklich nur, sag ich mal, ausgewählter Kreis. Und so, und das war dann. Aber man sieht, dass Nettomarkt und Maskomat den richtigen Axel Schulz ausgewählt haben. Das weiß ich nicht, ob das der richtige Axel Schulz ist, aber wenn Cappy noch mal aus dem Automaten kommt, dann bin ich auf jeden Fall der Richtige. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen. Jetzt nach dem langen Lockdown hat auch hier am Potsdamer Platz das Lego Discovery Center wieder offen. Dementsprechend wird die große Giraffe bestückt. Um regelkonform als mittlerweile stadtbekanntes Aushängeschild wieder mitmischen zu dürfen, bekommt sie zur feierlichen Wiedereröffnung ihre eigene Mund-Nasen-Maske. Die ja auch fest zu unserem Team gehört, heute eine Mundmaske bekommt. Denn das gesamte Team, als auch die Besucher, müssen bei uns eine Mundmaske tragen, wenn sie älter als 6 Jahre sind. Das ist auch unsere Giraffe und deswegen bekommt sie auch eine Mundmaske heute. Erzählen Sie mir über die Fakten über diese Giraffe. Seit wann steht die denn schon hier? Also die Attraktion hat ja im März 2007 aufgemacht und so lange gibt es auch schon unsere Giraffe. Das heißt, sie gehört fest zum Inventar und ist ja auch mittlerweile ein stadtbekanntes Aushängeschild. Jeder, der schon mal hier war, weiß, am Straßenrand steht die Lego-Giraffe und sie ist 7 Meter hoch. Sie besteht aus 45.000 überwiegend Lego-Duplo-Steinen. Genau, und gehört, wie gesagt, fest zu unserem Team. Wie sehr erfreut es euch, dass es jetzt wieder eröffnet wird? Es freut uns sehr. Wir waren 12 Wochen geschlossen. Und das war für uns eine harte Zeit und wir waren auch so traurig, dass wir unser schönes Legoland Discovery Center den Kindern nicht anbieten konnten und umso mehr. Das war so ein bisschen wie eine Neueröffnung. Am Samstag hatten wir ja schon unseren ersten Tag und auch am Sonntag und das hat unheimlich Spaß gemacht und die Gäste haben sich so gefreut und waren so dankbar, dass wir wieder da sind. Wie kann man denn vorbeikommen? Muss man sich vorher anmelden? Genau, es gibt sehr, sehr strenge Regeln und wir empfehlen auch jedem, sich im Internet zu informieren, unter welchen Bedingungen man hierher kommen kann. Es ist ganz wichtig, dass wir den Zutritt sehr stark reguliert haben und das geht über Zeitfenstertickets. Das heißt, wir raten jedem unbedingt, sich online ein Zeitfenster zu buchen, da wir sonst einfach gegebenenfalls den Einlass nicht garantieren können. Dann ist es so, dass wir den Aufenthalt auch beschränken auf 3 Stunden, damit möglichst alle Familien, die kommen wollen, eine Möglichkeit haben, herzukommen. Es gibt eine Mund-Nasen-Maskenpflicht für alle, die 6 Jahre und älter sind. Und auch in den Bereichen haben wir ganz klar definiert, wie viele Familien dürfen sich in welchem Bereich aufhalten. Und das haben wir jetzt schon 2 Tage probiert, am Samstag und am Sonntag. Und das hat ganz wunderbar funktioniert. Wir verlosen 2x4 Familienkarten für das Lego Center am Potsdamer Platz. Einfach an gewinnspiel@tvb.de schreiben und vielleicht seid ihr einer der Lucky Ones.